Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße heute Pressekonferenz von BWT Freie heute mit mir Christine Leib, unserer planetarischen Geschäftsführerin. Entsprechend der Einladung stellen wir heute unsere Anträge für diese Woche vor, die zwei Altersgemeinde-Anträge, die auch gerade verteilt werden. Nämlich zum einen den Antrag Regionalversammlung zur Vertretung aller Gemeinden in der Regionalversammlung N und einen weiteren Antrag im Rahmen unserer Antragskaskade zur Entlastung der Bürger der Straßenerschließungsbeiträge. Zunächst zu dem Gesetzesantrag, den wir eingebracht haben, zur Änderung der Regelung zur Besetzung der Regionalversammlung, wo Christine Leinecke sprechen wird. Ja, vielen Dank, herzlich willkommen. BVB Freie Wähler möchte ein Gesetz zur Vertretung aller Gemeinden in den Regionalversammlungen einbringen. Wie Sie wissen, sind die amtsfreien Gemeinden und Gemeindeverbände, in denen weniger als 5000 Einwohner leben, nach dem Gesetz zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung gehindert, Regionalräte als Mitglieder in der Regionalversammlung zu stellen. Alle Gemeinden und Gemeindeverbände, deren Einwohnerzahl unter 5000 Einwohner liegen, können also keine Regionalräte stellen. In diesen ländlichen Gebieten befinden sich aber viele strukturschwache Gebiete und es ist deshalb dringend notwendig, dass auch Gemeinden mit wenig Einwohnern eine Stimme in der Regionalversammlung haben. Die Regionalversammlungen haben ja den Auftrag, die Regionalpläne vorzuschreiben, zu ändern und zu ergänzen und haben somit wesentlichen Einfluss auf die ländliche Region. Und nur wenn auch diese Gemeinden mitentschließen können, können sie also eine Entwicklung ihrer strukturschwachen Gebiete fördern. Im Koalitionsvertrag ist auch geregelt, dass die ländlichen Regionen besondere Förderkonzepte erhalten sollen, die über die Regionalversammlung entschieden werden sollen. Aber wie können dann diese Gemeinden an diesen Förderkonzepten teilnehmen und sie mit befürworten? In vielen dieser ländlichen Gemeinden unter 5000 Einwohner befinden sich viele Windenergieanlagen. So gibt es zum Beispiel in Barnim, Uckermark-Barnim und in der Prignitz-Ober-Havel die Gemeinde Gumtow. In dieser Gemeinde sind sehr viele Windkraftanlagen und auf 33 Einwohner kommt dort eine Windkraftanlage. Ich selbst komme aus Uckerland, dort gibt es auch unheimlich viele Windkraftanlagen und da kommt auf 25 Einwohner eine Windkraftanlage. Diese Gemeinden haben aber keine Stimme in der Regionalversammlung. Allerdings ein anderes Beispiel, die Stadt Schwedt hat 23 Windkraftanlagen und das entspricht einer Verteilung auf die Einwohner von 1.197. Auch in Templin kommen pro Windkraftanlage auf jede Windkraftanlage 2.633 Einwohner, weil dort nur 6 Windkraftanlagen stehen. Und die Frage, die wir uns stellen als BVB Freie Wähler, warum sollen die Kommunen, in denen sich ein Großteil der Flächen des Energiekonzeptes befinden, aufgrund ihrer Einwohnerzahlen nicht an der Fortführung und Weiterentwicklung der Energiekonzepte teilnehmen können und mitbestimmen können? Im Uckermark-Barnim gibt es zum Beispiel 6 Gemeinden, die keine Stimme in der Regionalversammlung haben. In der Prignitz und Oberhavel sind es 9 Gemeinden. Dann gibt es weitere 7 Gemeinden in Flemming und in Oderland-Spree 8. Insgesamt kann man sagen, dass 41 der von 199 Gemeinden und Gemeindeverbänden Brandenburgs nicht in den Planungsgemeinschaften vertreten sind. Das ist ein Flächenanteil von 25% der Gesamtfläche des Landes Brandenburg. Und wir sind der Meinung, dass dieses Missverhältnis eine große Benachteiligung der Beteiligungsrechte der einkommensschwachen Gemeinden und Gemeindeverbände sind. Und genau deshalb stellen wir den Antrag an die Regionalversammlung, dass der § 6 Absatz 1 Satz 4 geändert wird und dass alle Gemeinden und Gemeindeverbände geborene Regionalräte in die Regionalversammlung entsenden können. Danke.
Ja, ein weiterer Antrag sieht vor, Fortschritt bei der Kommunalabgabe möglichen Bürger und Gemeinden entlasten. Hierbei geht es darum, Sie wissen, das ist unser dritter und vierter Antrag zum Thema Erschließungsbeiträge. Nach der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge haben wir uns als BVG Freiberg aufgemacht, auch die Erschließungsbeiträge, also für Sandpisten, in Angriff zu nehmen. Dieser Antrag ist ein weiterer Schritt dazu. Hierdurch soll das Innenministerium verpflichtet werden, per Unterlass oder Rundschreiben den Gemeinden rechtssichere Hinweise zu erteilen, wie sie ihre Beitragssatzung senken können. Was ist damit gemeint? Die meisten Orte in Brandenburg haben 90% Anliegeranteil bei Erschließungsmaßnahmen, also bei Landstraßen. Orte wie Bernau haben auch 60% gesenkt, Fürstenwalde auf 50%. Falkensee will derzeit senken und es ist regelmäßig so, dass die Gemeindevertretungen und Stadtformversammlungen in der freien Meinungsbildung behindert werden, indem immer wieder mit der Kommunalaufsicht gedroht wird. Die würden ihre Zustimmung nicht geben. Meistens sind das Argumente der Bürgermeister, ohne dass es für den politischen Raum verifizierbar ist. Das heißt immer, haushaltsrechtlich nicht möglich, wir können uns das nicht leisten. Selbst bei Orten wie Falkensee, auch in Bernau haben sie uns gedroht, es geht nicht. Und wenn dann ein Beschluss gefasst ist, dann kommt niemand da in die Ecke, weil es hat seit ungefähr 10, 15 Jahren 65%. Deswegen wollen wir, dass den Gemeinden, also nicht nur den Bürgermeistern, sondern auch den Gemeindevertretungen, rechtliche Handhaben geben werden, bis wohin sie beitragsmäßig senken können. Was ist haushaltsrechtlich möglich? Wir schätzen das so ein, dass man bis 50% runtergehen kann. Es muss nicht über 90% sein. Des Weiteren sollen auch Praxisbeispiele den Gemeinden an die Hand gegeben werden, wie das bei neuem Modell umgesetzt werden kann. Bei neuem Modell heißt nicht nur Mitbestimmung, sondern auch alternative Beschichtungsmaßnahmen im Wege der erweiterten Straßenunterhaltung, wo also kostengünstige Beschichtungsvarianten auf die Straße aufgetragen werden, die nicht umlagefähig sind, beitragsfrei sind, ressourcenschonend sind, ortsbildwahrend, umweltfreundlicher, zu weniger Versiegelung beitragen. Und die in Bernau angewandte Methodik wird derzeit von 20, 30 Orten im Land auch kopiert, die derzeit sich das bei uns in Bernau anschauen und hierzu technische Empfehlungen dem gesamten Land zu geben, wie man diese für Gemeinde und Bürger kostengünstige Alternativen umsetzen kann, ist der zweite Teil dieses Antrags. Dieser Antrag insgesamt ist Teil einer Antragskaskade, die letztes Jahr im Herbst begonnen hat und an deren Ende unser Hauptziel steht, nämlich dass nach dem Ausbau auch die Erschließungsbeiträge fallen. Und das ist ein weiterer Zwischenschritt hierzu, um darzustellen in verschiedenen Etappen, wo die Probleme liegen. Sie wissen, dass wir bis zum Ausbruch der Corona-Situation auch eine Infotour im ganzen Land gemacht haben. Ich war in 20 Orten gewesen und habe dort Vorträge vor Bürgern gehalten, Fragen aufgenommen. Und es ist einhellige Position, das hier voranzutreiben. 10 Orte stehen auf der Liste, die nach der Beschränkung, nach dem Ende der Beschränkungen wieder aufgegriffen werden. Und als eines unserer zentralen Themen hier im ganzen Land, wir die Rückmeldungen bekommen, dass das Meinungsbild vergleichbar mit der Diskussion um die Ausbaubeitragsabschaffung ist. Deswegen ist dieser Antrag von uns zusammen mit dem letzten Antrag unserer beiden Hauptthemen, die wir hier neben der Corona-Diskussion natürlich als weitere inhaltliche Schwerpunkte darstellen werden. Ihre Frage, bitte schön. Herr Südow. Herr Wieder, vor dem Hintergrund, dass es da auch schon so eine Umfrage gab, eine Stellungfrage des Städte- und Gemeindebundes, aus der hervorgeht, dass irgendwo zwischen 400 und über einer Milliarde Gewerbesteuereinnahmen fehlen. Könnte es sein, dass die Diskussion möglicherweise hart wird, wenn Sie sagen, wir sollten für diese Straßenschließung den Anteil der in der Kommune auf die Hälfte senken, damit natürlich die Frage gestellt wird, wer zahlt den abgesenkten Beitrag? Also wer füllt dieses Finanzloch? Welchen Vorschlag haben Sie da? Gut, also zunächst sieht der Antrag vor, dass den Gemeinden Möglichkeiten genannt werden, wie sie haushaltsrechtlich ihre Satzung ändern können. Das ist eine rein kommunalrechtliche Betrachtung. Da geht es noch nicht um Ausgleichszahlen und gar nichts, sondern dass diese Drohgebärden aufhören. In Falkensee, einer der reichsten Orte Brandenburgs, wird den Gemeindevertretern erzählt, ich habe mit der Kommunalaufsicht gesprochen, wir können nicht senken. Einen belastbaren Bescheid gibt es nicht, eine nachprüfbare Dokumentation gibt es nicht. In Bernau haben sie uns auch ein, zwei Jahre lang damit gedroht, da wurde der Beschluss gefasst. Da heißt es, die Kommunalaufsicht knirscht in Zehen. Zehen knirschen habe ich in meinem Jurastudium nicht als Kategorie gelernt. Ergebnis war, Satzung ist Bestand, hat Bestand. So, das ist der erste Schritt. Richtig ist, mit Blick auf die generelle Abschaffung, die wir anstehen, da ist die Frage zu stellen natürlich, was die Finanzierung anbelangt. Und da möchte ich sagen, die Drohgebärden der Städte und Gemeindebundes müssen in dem Punkt mal auf Nachhaltigkeit überprüft werden. Es gab im Jahr 2008 eine Abfrage bei allen Gemeinden, nicht beim Städte- und Gemeindebund, bei Gemeinden direkt.
wie viele Ausbaubeiträge würden euch wegfallen und wie viele Erschließungsbeiträge würden euch wegfallen, wenn wir die abschaffen? Und diese Zahl wird keiner mehr in Erinnerung haben, aber ich habe sie in Erinnerung. Es war bei den Erschließungsbeiträgen im Jahr 20 Millionen. 20, das ist schon aufgerundet mit Verwaltungskosten. Das waren 16, 17 Millionen plus Verwaltungskosten, 20 Millionen. Weil diese Zahl mit Hunderten von Millionen, das ist, wenn ich alle Straßen in Betracht ziehe. Aber es werden doch nicht in einem Jahr alle Straßen im ganzen Land gebaut. Und deswegen ist das finanzierbar, also wieder vom Land zu übernehmen, in der Tat, unstreitig, mit den Ausbaubeiträgen auch. Aber die ganzen Vorteile wie den Ausbaubeiträgen und den Wegfall der Rechtsverfolgungskosten, 10-15%, gelten hier genauso. Insofern wäre das ein weiterer Umlagentopf wie bei den Ausbaubeiträgen auch. Aber laut Schätzung des Innenministeriums, nicht von mir, waren 2 Drittel Ausbaubeiträge, 1 Drittel Erschließungsbeiträge und dieses Drittel ist auch noch drin. Ja, geht das. Ja, ich habe jetzt hier die Frage über Slido. Benjamin Lassive möchte gerne wissen von Frau Wernicke, wie viele Mitglieder die Regionalversammlung künftig haben soll. Michael Sauerbier fragt, wie die Freien Wähler die für den Kohleausstieg und Klimaschutz nötigen erneuerbaren Energien in ausreichender Menge erzeugen wollen. Und dann noch die dritte Frage, auch von Michael Sauerbier. In welchen Schritten sollen nach Meinung der Freien Wähler Schulen und Kitas wann und für wen wieder geöffnet werden? Gut, also erstmal zu der Frage der Größe. Christine Wernick und dann. Ja, also jetzt ist vorgesehen nach dem Gesetz, dass 60 Regionalräte in den Regionalversammlungen vertreten sind. Allerdings überschreiten die Regionalversammlungen Havelberg-Flemig oder Spree und Lausitz-Spreewald die Zahl bereits jetzt. Dort sind 67, 62 und 67 und in Prignitz-Oberhavel 69 Regionalräte. Wir haben die Gemeinden dazu gerechnet, die also noch nicht Mitglied sind. Es wären also maximal 60 geborene Regionalräte in den Regionalversammlungen, also eine Erhöhung von 60 Regionalräten auf 80 Regionalräte. Und damit ist aus unserer Sicht so ein Gremium nach wie vor handlungsfähig, wenn Sie bedenken, dass der Landtag 88 Abgeordnete hat, jetzt eine Regionalversammlung mit 80 Regionalräten natürlich auch schaffen. Ja, was die generellen Ausführungen anbelangt zum Thema Energiesicherung, da verweise ich auf unser Energiekonzept und unsere immer wieder auch vorgetragene Argumentation, dass ein weiterer Zubau von Windkraft keinen Strom erzeugt. Wir haben in Brandenburg bei ungefähr 3.500 Anlagen den Sättigungsgrad erreicht und ab dort wurden nur noch in den letzten Jahren mit Überkapazitäten hinzuproduziert, die durch einen Verkauf bzw. Abschaltung nur Kosten verursacht haben, aber keinen Strom produziert haben. Sie haben allein im letzten Jahr in Deutschland ungefähr 1 Milliarde Euro an Ausgleichszahlungen, Entschädigungszahlungen für nicht produzierten Strom an die Betreiber zahlen müssen. Und jetzt ist die 1 Milliarde schon ein Problem für sich. Also 1 Milliarde wird gezahlt, weil Überkapazitäten bestehen, die eben nicht überregional oder intraregional verteilt werden können, sondern in einer Region fällt zu viel Windstrom an, die Windanlagen werden abreguliert, in dieser Zeit hätte so und so viel Strom fließen können, dieser Strom wird bezahlt, obwohl er nicht produziert wurde. Diese Summe beläuft sich auf 1 Milliarde Euro Phantomstromentschädigung. Deswegen haben wir den höchsten Strompreis. Und in Brandenburg ist dieser Mittelwert ungefähr 3.500 Anlagen erreicht. Wir haben 4.000 Anlagen und es soll weiter auf 5.000 eventuell mehr zugebaut werden. Und deswegen ist das nicht so, dass deswegen die Stromversorgung verbessert wird. Und im Übrigen sieht der Antrag auch nicht vor, die Anlagen nicht zu bauen, sondern sieht lediglich vor, dass die Orte, in denen die Anlagen stehen, überproportional stehen, dass die auch Mitspracherecht darüber bekommen, wo sie stehen, in welchem Abstand sie stehen, wie hoch die Motoren sind und so weiter. Zu der Frage Wiedereröffnung der Schulen und Kitas, dazu haben wir uns auch bereits mehrfach positioniert, ich wiederhole das gern. Wir unterstützen die schrittweise Öffnung nach Klassenstufen, dass man also erst die prüfungsrelevanten Klassenstufen wieder in die Schule gehen lässt und dann sukzessive vor den Sommerferien jede Klasse in die Schulen zurückführt. Insofern ist in diesem Punkt sind wir auf diesem Punkt mit der Landesregierung weitestgehend d'accord. Was die Kitas anbelangt, da haben wir den Punkt in der Abweichung, dass wir die Betrachtung der Tagespflegestellen, Tagespflegemütter für unzureichend erachten und die in die Betrachtung prioritär eingezogen werden sollten, weil dort die Gefährdungslage unserer Einschätzung nach mindestens genauso groß ist. Noch kurze Frage von Thorsten Metzner, der eben noch nicht zum Zuge kam.
Frau Michael Sauer hier. Befürchten Sie, dass Elon Musk, wenn es hart auf hart kommt, bei der Fabrik in Grünheide sich jetzt in Kalifornien über Gesetzgebung wechselt? Also, das ist natürlich jetzt eine kritische Frage. Sie wissen, dass wir mit unserem Abgeordneten Philipp Zeschmann hier eine sehr kritische, aber konstruktiv begleitende Funktion noch einnehmen. Das sehen wir weiterhin zu. Wir unterstellen nichts. Wir wollen aber, dass Vorschriften eingehalten werden, dass die Entschädigungen und Entgegenkommen gegenüber der Gemeinde Grünheide eingehalten werden. Ansonsten sind wir heute nicht hier, um hypothetische Kausalverläufe zu eruieren. Wir gehen davon aus, dass sie gesetzeskonform verhält. Was ich garantieren kann, ist, wenn er das nicht tut, sind wir die Ersten, die das entsprechend so wählen. Weitere Fragen? 2 Minuten? Bitte schön. Heute Abend soll in Cottbus wieder, eine Lockdown-Kundgebung der AfD und dem rechtsextremen Verein Zukunft Heimat stattfinden. Jetzt hat die Polizei das erstmal untersagt. Das ist sozusagen in rechtlicher Verhandlung. Was sagen Sie zu diesen Veranstaltungen, wo auch Teilnehmer mit einer blauen Kordnummer aufgetreten sind, dem Erkennungszeichen der Nationalsozialisten in Österreich 30er Jahre, beziehungsweise mit einem gelben Stern, wo drauf steht, ungeimpft? Also ich finde vor allem diese letzten Entgleisungen unerträglich, das ist mal ganz klar. Wenn hier mitschwingt, ich glaube, da hat mein Fraktionskollege Matthias Steffke in der letzten Landtagssitzung klare Worte dafür gefunden, dass jegliche Versuche der Gleichsetzung mit Unfreiheit und Freiheitsberaubung sich verbieten. Da diskutieren wir auch nicht. Das ist ganz eindeutig, das ist eine Unsäglichkeit, was das Demonstrationsrecht an sich anbelangt. Wir haben immer gesagt, es muss eine Abwägung geben von Grundrechten. Gesundheitsschutz auf der einen Seite und die freiheitsbeschränkenden oder die einschränkenden Maßnahmen auf der anderen Seite. Und da ist einfach so, dass Kundgebungen, so hoch dieses Gut auch einzuschätzen ist, Versammlungsfreiheit, in dem Punkt, in einer Phase, wo wir haben jetzt Zahlen noch einmal gehört, wie wir bei 1,1 Reproduktionszahlen sind, einfach einen Katalysator darstellen. Und wenn es dann heißt, ja, Cottbus steht aber gut da, Cottbus steht gut da, weil die Vorschriften eingehalten worden sind, die Abstandsregeln, die Hygieneregeln und so weiter und so fort. Und das zu riskieren, und die Leute fahren dann in die Region und tragen das dorthin, halten wir für unverantwortlich, auch Demos in Berlin, in Stuttgart, die es gegeben hat. Versammlungsrecht in allen Ehren. Wir haben unsere Infotour unterbrochen, wir setzen sie vielleicht im Sommer, im Herbst fort, wir haben gerade darüber diskutiert, können wir derzeit nicht machen, wir sehen das ein, auch wenn da vielleicht 50 Leute kommen oder 100 Leute kommen. Und deswegen sind das Katalysatoren in einer Phase, wo wir gerade sukzessive lockern wollen. Und ich befürchte, dass solche Handlungen, die wir dann erst 21 Tage später messen können, einen Beitrag dazu leisten, dass im Sommer wieder Regulierungen verschärft werden müssen. Und die dann die Ersten sind, die rufen, warum das denn erfolgt. Deswegen ist das unverantwortlich aus medizinischer Sicht und auch aus politischer Sicht.